Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben bekanntlich in einer schnelllebigen Zeit, in einer Ära der Halbwertzeiten, Verfallsdaten, Lebenserwartungen und mittelfristigen Planungen, einer Zeit der Nostalgiewellen, die in immer rascherer Folge die 20er, 30er, 40er, 50er Jahre hochgespült haben und bald die Gegenwart einzuholen drohen. Je schneller die Zeit zu vergehen scheint, desto länger dehnt sie sich in unserem Bewusstsein aus. Wir reden nicht vom Tode und richten uns im Diesseits ein, als hätten wir ewig zu leben. Wir vertrauen, wie der Ägypter sagen würde, auf die Länge der Jahre. Die Klagen über die Kürze des Lebens stammen aus Zeiten, als man die Zeit noch nach Stunden maß und nicht nach Sekunden. Ars longa, vita brevis. Der Satz lässt sich heute umkehren. Ehe man die Kunst gelernt hat, ist sie schon wieder veraltet. Kein Leben ist kurz genug, um in einem künstlerischen Stil oder in einer wissenschaftlichen Theorie heimisch zu bleiben. Unser Begriff von Kunst und Wissenschaft ist auf Einmaligkeit ausgerichtet. Jedes Kunstwerk, jede Theorie ist ein Individuum, das den Stempel seiner Epoche, ja, seines Entstehungsjahres trägt. Wir lesen ein Buch, wir betrachten ein Bild mit anderen Augen, wir hören ein Musikstück mit anderen Ohren, wenn wir erfahren, dass es nicht 1952, sondern 1928 entstanden ist. Das Entstehungsjahr ist konstitutierendes Element seines Sinngehalts. In beiderlei Hinsicht ist die altägyptische Kultur unser genaues Gegenbild. Der Rhythmus der kulturellen Veränderungen grenzt dort an Stillstand. Die in den ersten Jahrhunderten des dritten Jahrtausends vor Christus, am Ausgang der Steinzeit also, gefundenen Formen und Institutionen der Kultur werden bis zum Ausgang der Antike nicht wesentlich verändert. Die Kunst ist ganz auf Wiederholbarkeit ausgerichtet. Eine Serienfabrikation von Modellen, die über 3000 Jahre in Gebrauch bleiben, immer denselben Mustern, demselben Kanon verpflichtet. Platon, von dem überliefert wird, er habe sich im ägyptischen Heliopolis in die Weisheit der Ägypter einweihen lassen, hat das in den Gesetzen als Vorbild gepriesen. Weder den Malern, heißt es da, noch anderen, die Kunstwerke schaffen, war es gestattet, Neuerungen zu treffen oder anderes als von den Vätern Übernommenes auszusinnen, weder damals noch heute in allem, was zur Kunst gehört. Und wenn du nachforschst, wirst du dort vor 10.000 Jahren, und das nicht wie man so sagt, sondern wirklich vor 10.000 Jahren, Gemaltes und Geformtes finden, das die Kunstwerke des heutigen Tages weder übertrifft noch ihnen nachsteht, sondern zu derselben Kunst vollendet ist. Die Ägyptologie gibt sich zwar die größte Mühe, dieses Image der ägyptischen Kultur zu widerlegen und ihren Hinterlassenschaften doch so etwas wie eine Geschichte abzuringen, aber sie wird auch oft genug von der mangelnden Datierbarkeit ihrer Forschungsgegenstände zur Verzweiflung gebracht. In der Nie-Carlsberg-Glyptothek zu Kopenhagen gibt es einen königlichen Porträtkopf, der zu den höchsten Meisterwerken der ägyptischen Kunst gerechnet werden muss. Seine Datierung schwankt noch immer um 2000 Jahre. Zwischen der 12. Dynastie, das heißt dem 18. Jahrhundert vor Christus, und der griechisch-römischen Zeit. Eine Inschrift im Britischen Museum, um ein anderes prominentes Beispiel zu nennen, das sogenannte Denkmal memphitischer Theologie, enthält einen Traktat, der als differenzierteste Darstellung der Lehre von der Schöpfung durch das Wort berühmt ist. Die Inschrift stammt aus der 25. Dynastie, also um 700 vor Christus, gibt aber vor, einen weit älteren Text zu kopieren. Manche Ägyptologen setzen ihn an den Anfang der ägyptischen Kultur, also um 2800 vor Christus. Andere in die Zeit seiner Niederschrift. Auch hier schwankt die Datierung um 2000 Jahre. Stellen wir uns einmal vor, wir wären im Zweifel, ob das Gastmahl von Platon oder von Marsilio Ficino stammt oder ob eine Plastik einen frühgriechischen Kuros oder einen spätmittelalterlichen Adam darstellt. Und wir gewinnen einen Eindruck von den Problemen meines Faches, aber auch von der Permanenz der Kultur, mit der es zu tun hat. Gemessen an dieser Permanenz kam dem Einzelnen sein diesseitiges Dasein als ein flüchtiger Augenblick vor. Diodor schreibt, dass die Ägypter das irdische Leben zu kurz fanden, als dass es sich lohnte, steinerne Wohnhäuser zu errichten. Ihre Wohnhäuser waren ihnen bloße Herbergen, Absteigequartiere, die sie in Holz und Lehm aufführten.
Alle Mühe und Aufwendungen aber verwandten sie auf den Bau ewiger Häuser, aedioi oikoi, in denen sie die Ewigkeit zu verbringen gedachten. Was Diodor hier bemerkt, kann die Ägyptologie ebenfalls nur bestätigen. Die Spur der Wohnungen ist verweht und gelingt nur in seltensten Glücksfällen und hochspezialisierten Grabungstechniken, aus den Überresten nur allzu vergänglicher Materialien zu rekonstruieren. Die Spur der Gräber aber, diese grandiose, auf Ewigkeit abgezielte Selbstdarstellung einer Kultur, die es nicht dem Zufall überließ, was von ihr übrig bleiben sollte, hatte Jahrtausende überdauert und die Zeit das Fürchten gelehrt. Bauten, vor denen die Zeit sich fürchtet, nannte der arabische Dichter Omar al-Yamani die Pyramiden. Die Zeitlosigkeit der Kunst, auf die es Platon ankam, hängt mit dem Sinn der von Diodor hervorgehobenen ewigen Häuser zusammen. Sie schmückte nicht Häuser und Plätze und Gärten, sondern Tempel und Gräber. Sie hatte die Aufgabe, Ewigkeit zu realisieren als Abbildung ewiger, zeitenthobener Ordnungen. Sie ist nicht nur zeitlos in dem Sinne, dass sie, auf Wiederholbarkeit gestellt, keinen Fortschritt und keine Geschichte zu kennen scheint. Sie ist auch zeitabstrakt. Sie stellt keine zeithaltigen Vorgänge oder Zustände, sondern nur zeitenthobene Formen dar. Nie hat man Vergangenes dargestellt, und sei es eine Szene des Mythos. Nie, von einer kurzen Episode vielleicht abgesehen, hat man Einmaliges dargestellt, es sei denn als Manifestation ewiger Ordnung. Der Mensch wird nie in konkreten Haltungen dargestellt, die sich auch nur für einen Augenblick einnehmen ließen, sondern in den abstrakten Formen eines Stehens an sich, Sitzens an sich, das aller Zeitlichkeit enthoben ist. Damit sind wir mitten in unserem Thema. Die Zeitabstraktheit einer auf Wiederholbarkeit gestellten Kunst und die Verewigungstechnik der Mumien und Gräber, diese beiden von Platon und Diodor bzw. seinem Gewährsmann als für die ägyptische Kultur typisch hervorgehobenen Phänomene, berühren auch uns heutige noch am eigentümlichsten. Die Annahme liegt auf der Hand, dass sie einem spezifischen Zeitbegriff entspringen, von dem die ägyptische Kultur geprägt ist. Nach diesem Zeitbegriff wollen wir fragen und diese Untersuchung auf zwei Ebenen durchführen, auf der Ebene der sprachlichen Befunde und auf der Ebene der religiösen Erscheinungsformen. Den ersten Einstieg in den Zeitbegriff einer Kultur bietet die Analyse des sprachlichen Befundes, also der Wörter für Zeit. Damit möchte ich auch hier beginnen, wähle allerdings aus der Fülle nur das Wichtigste aus und verbinde dies zugleich mit einigen Fakten, die über das rein Lexikalische hinausgehen, aber in unserem Zusammenhang von Interesse sind. Das Ägyptische kennt kein Wort, das so abstrakt und umfassend ist wie unser Wort Zeit, aber eine große Menge von Wörtern, die alle etwas mit Zeit zu tun haben. Erstens die Zeiteinheiten. Das sind zunächst die Einheiten, in denen die Zeit gemessen wurde: Stunde, Tag, Dekade, Monat, Jahreszeit und Jahr. Wichtig scheint mir, dass es keine Begriffe für größere Zeiteinheiten als das Jahr gibt. Die sogenannte Phönixperiode von 500 Jahren und die Sotis-Periode von 1460 Jahren, von der die griechischen und römischen Autoren berichten, lassen sich in ägyptischen Quellen bislang nicht nachweisen und gehören jedenfalls einer späteren Epoche an, die bereits mit babylonischen und anderen Vorstellungen in Berührung gekommen war. Die Jahre summieren sich also nicht zu höheren Einheiten, sondern bilden den größten Zyklus und lassen nach ihrem Ablauf die Zeit von Neuem beginnen. Daher heißt das Jahr ägyptisch die sich Verjüngende und bezieht sich auf den Begriff einer in sich kreisenden Zeit, die immer wieder von vorn anfängt. Immer von vorn fing man auch mit der Jahreszählung an. Bei jeder Thronbesteigung eines neuen Königs wurde wieder beim Jahr 1 begonnen. Das Jahr war das Sonnenjahr zu 365 Tagen, eingeteilt in 12 Monate zu je 30 Tagen und 5 Zusatztage zwischen den Jahren, die Epagomenen, ägyptisch die Tage, die auf dem Jahr sind. Es gab 3 Jahreszeiten zu je 4 Monaten, Überschwemmung, Aussaat und Ernte.
Die Jahreszeiten hießen nach den landwirtschaftlichen Tätigkeiten, die in ihnen stattzufinden hatten. Und auf diese Beziehung zwischen Zeit und Tätigkeit werden wir noch in anderem Zusammenhang stoßen. Die Monate waren eingeteilt in 3 Dekaden zu je 10 Tagen, die nicht wie die jüdische Woche durch einen regelmäßigen Ruhetag skandiert waren. Ruhetage gab es genug, aber sie verteilten sich in ungleichem Rhythmus über das Jahr und folgten einem eigenen Kultkalender, der auf dem Mondjahr beruhte. Wie das Jahr wurden auch Tag und Nacht in 12 Teile geteilt. Da die Tage immer von Sonnenauf bis Sonnenuntergang gerechnet wurden und immer 12 Stunden hatten, musste man der verschiedenen Länge der Tage durch variable Stundenlängen Rechnung tragen. Im Winter waren die Tagesstunden kürzer, im Sommer länger und die Nachtstunden umgekehrt. Wie das Jahr, das sich Verjüngende, hat auch die Stunde einen entsprechenden Namen, die Vorübergehende. Denn die Stunde verjüngt sich nicht in der nächsten, sondern muss ihr Platz machen und kommt erst nach 23 anderen Stunden, die alle einen eigenen Namen tragen und sozusagen eine eigene Physiognomie haben, wieder zum Zuge. Auch die Tage haben ihre Physiognomie, ihre guten oder schlechten Eigenschaften, je nach dem Ereignis, das in der Mythologie auf sie fällt. Nur das Jahr fängt immer wieder von vorne an. So kommen in den beiden Wörtern für die kleinste und die größte Einheit, in der die Ägypter die Zeit gemessen haben, 2 entgegengesetzte Aspekte der Zeit zum Ausdruck. Die vergehende Stunde und das sich verjüngende Jahr. Zweitens, die Zeit des Menschen und der Dinge. Eine zweite Gruppe von Wörtern bezieht sich auf Zeit von etwas und Zeit für etwas. Das Wort Art bedeutet so viel wie Augenblick, Moment und bezeichnet den Zeitpunkt, an dem sich ein Phänomen am charakteristischsten entfaltet. Das Wort Ter, das auch Jahreszeit bedeutet, im selben Doppelsinn wie das französische Saison, bezeichnet die rechte Zeit für etwas. Beide Ausdrücke, Art und Ter, berühren sich mit dem griechischen Kairos-Begriff. In diesen Wörtern erschließt sich am klarsten die Bedeutung, die der Ägypter dem flüchtigen Augenblick seines Erdendaseins beigemessen hat, für den sich ihm, nach Diodor, der Bau eines steinernen Wohnhauses nicht lohnte. Auch das Erdendasein erschien ihm als eine solche Saison, eine Gelegenheit, die es zu ergreifen und mit der Tätigkeit zu erfüllen gilt, die sie erfordert. So liest man zum Beispiel in der Lehre des Ptahotep, ich zitiere, folge deinem Herzen in der Saison deines Erdendaseins und tue nicht mehr, als notwendig ist. Vermindere nicht die Zeit, Ter, in der du dem Herzen folgst, denn ein Abscheu für den Ka ist es, die rechte Zeit, Art, zu schmälern. Verpasse nicht täglich die Gelegenheit über das Bestellen deines Hausstands hinaus. Auch der Besitz dessen wächst, der seinem Herzen folgt. Das ist eine Aufforderung zum rechten Gebrauch der Zeit, die dem Menschen gegeben ist. Eine Mahnung zum Ergreifen der Gegenwart, anstatt in der Sorge um die Zukunft, die Vermehrung des Besitzes über das Notwendige hinaus, die Gelegenheit zum Leben zu schmälern. Auf einer Statue der 22. Dynastie liest man, schlafe nicht, wenn die Sonne im Osten steht und dürste nicht zur Seite des Bierkrugs. Sitze nicht in der Kammer der Herzenssorge, das Morgen vorherzusagen, bevor es gekommen ist. Einmal liest man sogar die erstaunlichen Worte, die die Klage des Achill vorwegzunehmen scheinen. Wertvoller ist der Augenblick, da man das Licht der Sonne sieht, als die Ewigkeit als Herrscher der Unterwelt. Dieser Begriff von der Kostbarkeit des Erdendaseins als einer vorübergehenden Gelegenheit, die genutzt werden muss, und als einer Gegenwart, die nicht in der Sorge um die Zukunft vertan werden darf, erschließt sich dem Ägypter aus dem Bewusstsein seiner Sterblichkeit. Es gibt kein Verweilen auf Erden, lautet ein ägyptisches Sprichwort. Das vergisst man nur allzu leicht über dem überwältigenden Zeugnis der Gräber und Mumien. Der Ägypter hat sich nicht eingebildet, mit seiner aufwendigen Verewigungstechnik den Tod überwinden zu können. Auch wenn der Tod für ihn kein absolutes Ende, sondern Übergang in eine andere Existenzform war, hat er ihm die gebührende Furcht oder besser Ehrfurcht nicht verweigert. Das Zeugnis der Gräber lehrt vielmehr, dass ihm der Tod und die Ewigkeit ständig vor Augen standen.
aus der Intensität dieser Beherzigung des Sterbenmüssens erschloss sich ihm ein Begriff der Lebenszeit als einer kostbar unwiederbringlichen Gegenwart und Chance. Damit hat uns die Analyse der sprachlichen Ausdrücke an den problematischen Gegensatz von Zeit und Ewigkeit herangeführt. Dieser Gegensatz stellt sich im Ägyptischen dar als Opposition von abgemessenen Zeitspannen auf der einen Seite und unendlicher Zeitfülle auf der anderen. Das Wort für die abgemessene Zeitspanne lautet Ahau, das auch spezifisch Lebenszeit bedeuten kann, als die allem Lebenden für den Aufenthalt im Diesseits zur Verfügung gestellte Zeitspanne, ohne die Konnotationen der Gelegenheit und Vergänglichkeit, aber mit dem Merkmal der Begrenztheit, dem die kosmische Zeitfülle als das Unbegrenzte und in diesem Sinne Ewige, als eine Art von Ewigkeit gegenübersteht. Dieser Ewigkeit wollen wir uns nun als dem dritten lexikalischen Bereich der ägyptischen Zeitausdrücke zuwenden. Drittens, die kosmische Zeit. Wenn die Texte die individuell begrenzte Zeitspanne, Ahau, der allgemeinen, ungemessenen Zeitfülle gegenüberstellen, dann verwenden sie für diese das Wort Necher. Dieses Wort bezeichnet den unerschöpflichen Vorrat der Stunden, Tage, Monate und Jahre, aus dem allem Seienden sein Teil zugemessen ist. Nun also, werden Sie einwenden, da haben wir ja, was wir suchen, das ägyptische Wort für Zeit. Aber so einfach ist es nicht, und zwar aus zwei Gründen. Erstens hat der ägyptische Begriff Necher kaum etwas mit dem gemeinsam, was wir unter Zeit verstehen. Er vergeht nicht, schafft keine Distanz, ist kein Worin für geschichtliche Abläufe. Er stellt nur die Zeiteinheiten und Zeitspannen bereit, in denen sich Dasein und Geschichte ereignen können. Zweitens, und hier liegt das eigentliche Problem des ägyptischen Zeitbegriffs, gibt es noch ein anderes Wort für Zeit, Jet. Meist kommen diese beiden Wörter gemeinsam vor und drücken in der Form eines Hen Diadyoin den Begriff der unendlichen Zeitfülle aus. Die Tatsache, dass wir es hier nicht nur mit einem, sondern mit zwei Wörtern zu tun haben, hat der Ägyptologie besonderes Kopfzerbrechen gemacht. Die einen halten sich schlechtweg für Synonyme. Aber diesen Luxus erlaubt sich bekanntlich die Sprache nicht. Zwei Ausdrücke, zwei Inhalte, lautet die Regel. Diese Inhalte können sich überschneiden, aber niemals völlig decken. Daher suchen die anderen die Lösung in Oppositionen wie Vergangenheit, Jet, und Zukunft, Necher, diesseitige, Necher, und jenseitige Zeit, Jet, zyklische, Necher, und lineare Zeit, Jet, räumliche, Jet, und zeitliche Unendlichkeit, Necher, und vieles andere mehr. Jeder dieser Vorschläge ist an der Fülle beigebrachter Gegenbeispiele gescheitert. Ich möchte Ihnen meinen eigenen Vorschlag nicht vorenthalten. Dafür muss ich Ihnen aber einen Exkurs in das ägyptische Temposystem zumuten. Dass der Zeitbegriff einer Kultur etwas mit dem Temposystem der Sprache zu tun hat, in der sie denkt, lässt sich am klarsten anhand jener Stellen veranschaulichen, wo im Bereich unserer eigenen Kultur erstmals und für alle späteren maßgeblich eine Bestimmung der Begriffe Zeit und Ewigkeit unternommen wird. Ewigkeit, heißt es in Platons Timaios, ist die Sphäre des Seins, von dem in Wahrheit nur ausgesagt werden kann, es ist. Zeit dagegen ist die Sphäre des Werdens, alles dessen, von dem gesagt werden kann, es war, ist, wird sein. Zeit ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Damit folgte Platon und folgen wir den Kategorien unseres indogermanischen Temposystems, das auf die Zeit in den drei Zeitstufen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verweist. Die semito-hamitische Sprachfamilie, zu der auch das Ägyptische gehört, gründet ihr Temposystem nicht auf der Dreiteilung der Zeitstufen, sondern auf der Zweiteilung der Aspekte, Perfektiv und Imperfektiv. Der perfektive Aspekt gibt an, dass sich ein Agens außerhalb des in seiner Gesamtgestalt abgeschlossenen, überschauten Vorgangs befindet. Der Imperfektiv stellt das Agens innerhalb des unabgeschlossenen Vorgangs dar.
Schon diese binäre Opposition der Aspekte macht die Existenz eines Zeitbegriffs, der Zeit als Hendiadyoin oder duale Einheit denkt, plausibel. Die Beziehung dieses dualen Zeitbegriffs zu den spezifischen Tempuskategorien des Ägyptischen ist aber noch sehr viel enger. Bevor ich aber darauf eingehe, muss ich daran erinnern, dass das Ägyptische wie viele andere und besonders semito-hamitische Sprachen die Möglichkeit hat, sich vollkommen zeitabstrakt auszudrücken. Die Form dafür ist der Nominalsatz, der kein Verbum finitum und keine Zeitreferenz hat. Zeitreferenz findet also überhaupt nur in einem Teil der ägyptischen Satzformen statt, in den Sätzen mit Verbum finitum. Hier ist nun aus der ursprünglichen semito-hamitischen Aspektopposition eine Opposition geworden, die ich als Virtualität versus Resultativität verstehe. Die Verbformen des Virtuales bezeichnen einen Vorgang als solchen, unabhängig von der Zeitstellung seines aktuellen Verlaufs. Die Formen des Resultativs bezeichnen ihn in der Art eines Perfektum Präsens als aktuell abgelaufen und in seinem Resultat fortdauernd. Im Deutschen lässt sich diese Opposition vielleicht veranschaulichen an Verben, die sich auf Fähigkeiten oder Gewohnheiten beziehen. Dort bringt das Präsens, ähnlich wie der ägyptische Virtualis, die bloße Disposition zum Ausdruck, zum Beispiel er raucht, er trinkt, während das Perfekt sich auf die soeben aktuell vollzogene Handlung bezieht, er hat geraucht, er hat getrunken. Von dieser Grundopposition des ägyptischen Tempussystems her verstehe ich diese masiologische Differenzierung der beiden Wörter für Zeit. Jet ist der resultative Aspekt der Zeit, die gegenwärtige und unendliche Fortdauer dessen, was sich in der Zeit vollendet hat. Necher ist die virtuelle Zeit, der Oberbegriff der Zeitfiguren und Zeiteinheiten, das heißt der Stunden, Tage, Monate, Jahreszeiten und Jahre, die in unendlicher Folge dem Necher als einem unerschöpflichen Vorrat entströmen. Ähnlich haben sich auch die Ägypter selbst über die semantische Differenz zwischen Necher und Jet geäußert. Aber da sie sich natürlich nicht in abstrakten Kategorien äußerten wie Resultativität und Virtualität, haben sie ihre Zuflucht zu veranschaulichenden Metaphern genommen. So haben sie Necher als Tag, Jet als Nacht, Necher als das Morgen, Jet als das Gestern, Necher als Anfang, Jet als Ende erklärt und vieles andere mehr. Gestern und Morgen, das klingt nun doch wieder wie Vergangenheit und Zukunft. Aber dieses ägyptische Morgen ist kein zukünftiges Morgen, das einmal Vergangenheit wird, sondern ein virtuelles oder ewiges Morgen, das immer im Kommen bleibt und aus dem jedes aktuelle Heute hervorgeht. Die Zukunft wird zur Vergangenheit, die Necher-Zeit wird aber nie zur Jet-Zeit, sondern nur das, was sich in den aus der Necher-Zeit hervorgehenden Zeiteinheiten vollendet, geht in die Resultativität der Jet-Zeit ein. Ebenso ist das Gestern keine Vergangenheit, sondern die aktuelle Gegenwart, in der das, was jemals seine Endgestalt gewonnen hat, lebendig bleibt und andauert. Ein ewiges Gestern, von dem man sich nie weiter entfernen kann, das nie zum Vorgestern wird. Vergangenheit und Zukunft, das ist die Zeit, wie sie der Mensch in Erinnerung und Erwartung an sich selbst erfährt. Es lassen sich zwar Sprachen denken, deren Temposystem sich nicht auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bezieht, aber es lässt sich kein menschliches Bewusstsein denken, das ohne Erinnerung und Erwartung funktioniert. Necher und Jet sind offensichtlich nicht auf der Grundlage des menschlichen Zeitbewusstseins konzipiert. Dasein und Geschichte lassen sich in diesen Kategorien nicht denken. Hier haben wir es nicht mit der Zeit des Menschen, sondern mit der Zeit des Kosmos zu tun. Das Wesen der Necher-Zeit tritt für den Ägypter am klarsten an den Bewegungen der Gestirne in Erscheinung, das Wesen der Jet-Zeit an der starren Unwandelbarkeit des Gesteins. In der Dichotomie von Necher und Jet, Virtualität und Resultativität,
erschließt sich das Wesen der Zeit nicht als Fluss, sondern als Gegenwart, in der das Vollendete lebt und in die das Virtuelle einströmt, als ein ewiges Heute, das sich aus der Komplexion von gestern und morgen ergibt. Nach allem Gesagten ist klar, dass und in welcher Weise Neher und Jet keine Synonyme sind. Trotzdem bleibt das Faktum bestehen, dass sie in gegebenen Kontexten oft füreinander eintreten können. Auch dies lässt sich erklären. Neher und Jet bezeichnen gemeinsam einen Oberbegriff, für den das Ägyptische kein eigenes Wort hat und den auch wir in ein Wort unserer Sprache zu übersetzen in Verlegenheit sind. Denn er umfasst Zeit und Ewigkeit in einem, wäre also mit Wendungen wie ewige Zeit zu umschreiben. Ganz anders steht es mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das sind, wie Platon im Timaios zeigt, die Teile der Zeit. Hier gibt es einen klaren Oberbegriff, Chronos, und ebenso klare Unterteilungen. Im Ägyptischen aber ist der Oberbegriff verborgen, das heißt lexematisch nicht realisiert. Er kommt nicht nur durch das Hendiadyoin, die duale Einheit Necher und Jet, zum Ausdruck, sondern er klingt auch in jedem einzelnen der beiden Wörter mit an. Daher kann jeder der beiden Ausdrücke fallweise so etwas wie ewige Zeit bedeuten. Und nur in Kontexten, wo es darauf ankommt, wird ihre Differenzierung in resultative und virtuelle Zeit herausgestellt. Dieser Punkt gibt uns Gelegenheit, ein wenig über das problematische Begriffspaar Zeit und Ewigkeit nachzudenken. Sie können sich die Übersetzungsprobleme des Ägyptologen vorstellen, der dieselben Ausdrücke bald mit Zeit, bald mit Ewigkeit wiedergeben zu müssen glaubt. Zeit ist ein zwar geheimnisvolles, aber doch natürliches und sogar alltägliches Phänomen. Ewigkeit aber ist ein Donnerwort, ein schwindelerregendes Hinausdenken in ein Jenseits alles Vorstellbaren. Wie kann man jemals im Zweifel sein, welches dieser abgrundtief verschiedenen Wörter die richtige Übersetzung ist? Wie kann man sie gar zu Formeln wie ewige Zeit vermengen? Gegen solche Vermengung hat deshalb Erik Hornung den Vorschlag gemacht, das Wort Ewigkeit überhaupt aus den Übersetzungen zu streichen und Necher und Jet nur mit Zeit wiederzugeben, da sie mit unserem Ewigkeitsbegriff nichts zu tun hätten. Das Problem liegt aber noch tiefer, denn sie haben ebenso wenig mit unserem Zeitbegriff zu tun. Sie sind nicht wie dieser gegen eine Ewigkeit begrifflich abgegrenzt. Sie ufern sozusagen in Richtung auf das aus, was man unter Ewigkeit verstehen, was man jedenfalls nicht mehr Zeit nennen kann. Wichtig ist vor allem, dass dem Ägypter diese Unterscheidung überhaupt fremd war. Für ihn gibt es kein Jenseits der Zeit. Der Übergang vom Diesseits zum Jenseits liegt innerhalb der Zeit, von der Knappheit hier zur Fülle dort. Auch die Götter stehen in der Zeit. Ihre Theologie bietet keinen archimedischen Punkt, von dem aus via negationis über die Welt und die Zeit hinauszudenken wäre. Die Zeit der Götter ist zwar unendlich lang, aber sie verläuft wie die Zeit der Menschen in Tagen und Jahren und nicht wie die Zeit Jahwes, vor dessen Augen 1000 Jahre sind wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist. Hier wird wirklich über die Zeit hinausgedacht. Von dem archimedischen Punkt eines transzendenten Gottesbegriffs aus wird sie aus den Angeln gehoben, negiert, zum Stillstand gebracht. Mit dem Problem der Zeit ist der Mensch in allen Lebensbereichen konfrontiert. Für das Problem der Ewigkeit aber ist, so scheint es, allein die Religion zuständig. Solange eine Religion sich nicht zu einem Jenseits des Kosmos, der Zeit und des Vorstellbaren aufschwingt, solange kann auch von Ewigkeit nicht die Rede sein. Gestatten Sie mir hierzu eine Anmerkung. Tatsächlich gibt es in der ägyptischen Religionsgeschichte eine Phase, in der einer bestimmten theologischen Tradition dieser Aufschwung zu einem transzendenten Gottesbegriff gelang. Es handelt sich um die Ramessidenzeit, das 13. und 12. Jahrhundert vor Christus, die es unternahm, den Monotheismus der vorausgegangenen Amarna-Zeit durch die pantheistische Theologie eines höchsten Wesens zu überwinden, das die Götterwelt und damit den Kosmos transzendiert.
Dieser Gottesbegriff bietet erstmals den Ansatz für eine Negation der Zeit, das heißt eine Position der Ewigkeit. Von ihm heißt es in fast wörtlicher Vorwegnahme des zitierten Verses aus Psalm 90, ich zitiere, der die Zukunft vorhersieht in Millionen von Jahren, die Jet steht ihm vor Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist. Die Jetzeit ist das schlechthin Unabsehbare. Man kann sie nicht treffender negieren, als dass man sie einem Gotte vor Augen stehen lässt wie der gestrige Tag. In diesem Blick, der aus einem Jenseits der Zeit schaut, ist die Zeit aufgehoben. Zum Haupttext zurückkehrend wollen wir aus dieser Anmerkung vor allem folgende Beobachtung mitnehmen. Die Ewigkeit ist, wenn Sie mir diese widersinnig klingende Bestimmung erlauben, ein historisches Phänomen. Mit den Problemen der Zeit, was immer man unter ihr verstehen will, sind wir immer schon konfrontiert. Und keine Kultur kommt ohne eine begriffliche Artikulation der Zeitdimension aus. Der Ewigkeit aber fehlt jede natürliche Evidenz. Der argentinische Dichter und Essayist Jorge Luis Borges hat wohl am klarsten den Vorrang der Zeit als eines, wie er sagt, natürlichen Mysteriums vor der von Menschen erschaffenen Ewigkeit zum Ausdruck gebracht. Er schreibt, die Zeit ist für uns ein Problem, ein furchtbares und anheischiges Problem, vielleicht das vitalste Problem der Metaphysik. Dagegen ist die Ewigkeit ein Spiel oder eine müde gewordene Hoffnung. Wir lesen in Platons Timaios, die Zeit sei ein bewegliches Abbild der Ewigkeit. Doch ist dies zur Not ein schöner Akkord, der keinen Leser von der Überzeugung abbringen wird, dass die Ewigkeit ein aus der Substanz der Zeit hergestelltes Bild ist. Soweit Borges. Die Ewigkeit ein aus der Substanz der Zeit hergestelltes Bild. Vielleicht kann man noch genauer sagen, ein Gegenbild der Zeit. Unter einem Ewigkeitsbegriff möchte ich die Negation der Zeit verstehen, und zwar nicht der Zeit an sich, denn was das ist, scheint niemand zu wissen, sondern eines spezifischen Zeitbegriffs. Wenn eine Kultur überhaupt zu einem Ewigkeitsbegriff vorgedrungen ist, dann ist dieser zu beschreiben als die Negation der dominierenden Merkmale ihres Zeitbegriffs. Wo Zeit als gerichteter Fluss verstanden wird, ist Ewigkeit als Stillstand denkbar. Wo Zeit Entfaltung heißt, erscheint Ewigkeit als punktartige Kopräsenz. Wo Zeit, wie in Indien, Bindung an einen Zyklus der Wiederkehr bedeutet, ist Ewigkeit Erlösung. Wo Zeit die Sphäre des Werdens und Vergehens kennzeichnet, ist Ewigkeit die Sphäre des Seins und so weiter. Nach dieser Regel lässt sich nun auch genau bestimmen, in welchem Sinne Nechech und Jet einen Ewigkeitsbegriff ausdrücken. Sie negieren speziell die existenzielle Dimension des ägyptischen Zeitbegriffs, die Zeit der Menschen und der Dinge. Wo Zeit als Kairos und zugemessene Spanne begriffen wird, als Einmaligkeit und Begrenztheit, da erscheint Ewigkeit als unbegrenzte Duration und unendliche Wiederholbarkeit. Dieser Ewigkeitsbegriff denkt aber nur über den Menschen, nicht über den Kosmos hinaus. Daher ist er kein Donnerwort, worin sich das absolut Unvorstellbare ausdrückt, sondern ein Begriff, der sich an den natürlichen Manifestationen der Zeit, an der Unwandelbarkeit des Gesteins und der Unendlichkeit der Gestirnsbewegungen orientiert. An diesem Punkt möchte ich die Analyse des sprachlichen Befundes zum Abschluss bringen, der uns als erster Einstieg in die Problematik des ägyptischen Zeitbegriffs dienen sollte. Die Betrachtung der Zeiteinheiten hat uns mit der vorübergehenden Stunde und dem sich verjüngenden Jahr, der kleinsten und der größten Einheit, in der die Ägypter die Zeit gemessen haben, zwei Eigenschaften der Zeit bezeichnet, die auch in den anderen beiden Gebieten, die wir untersucht haben, eine Rolle spielen. Die Vergänglichkeit auf der existenziellen Ebene, wo die Zeit als Kairos erscheint, als Zeit für etwas und von etwas, die nicht versäumt werden darf. Und die Verjüngung auf der kosmischen Ebene der Zeitfülle, die uns mit dem Begriff der Zeit bzw. Ewigkeit als duale Einheit von Resultativität und Virtualität, unabsehbarer Dauer und unendlich wiederholbarer Zeitfiguren konfrontiert hat. Dieser Begriff ist unserem Denken fremd.
aber er lässt sich zu manchen Phänomenen in Beziehung setzen, die wir eingangs unter Berufung auf Platon und Diodor als die hervorstechendsten Eigentümlichkeiten der ägyptischen Kultur in Erinnerung gerufen haben. Der Bezug der Zeit als resultative Fortdauer des geschichtlich Vollendeten zum Drang nach Selbstverewigung im Stein liegt auf der Hand. Aber auch der Bezug der virtuellen Zeit zur Wiederholbarkeit der künstlerischen Formen ist evident. Ermutigt von diesen Zusammenhängen, denn was ist historische Wahrheit anderes als die Anschließbarkeit von Beobachtungen, können wir den zweiten Schritt tun und die Untersuchung von der Ebene der sprachlichen Befunde auf die Ebene der religiösen Gestalten und Vorstellungswelten verlagern. In der religiösen Dimension füllen sich die abstrakten Kategorien nicht nur mit lebendiger Anschauung und Erfahrung, sondern gewinnen Gestalt in Gottheiten von ungeheurer Strahlkraft und Bedeutungsfülle. Alles bisher Behandelte erscheint hier in einem neuen Licht. Der enge Rahmen des Vortrags, die zugemessene Zeit, die als kostbare Gelegenheit genutzt werden will, zwingt mich aber, eine Auswahl zu treffen. Gestatten Sie, dass ich mir auch hierbei den Rat des weisen Tochotep zu eigen mache und meinem Herzen folge. Ich werde bei der Zeit als duale Einheit, bei Resultativität und Virtualität verweilen, die mir nicht nur als der fremdartigste und interessanteste, sondern auch als der zentrale Aspekt der ägyptischen Zeitauffassung erscheint. Wir werden also die Domäne des Mondgottes Thot beiseite lassen, dem die Zeitmessung und das Kalenderwesen heilig sind. Wir werden auch, und dieser Verzicht fällt wesentlich schwerer, auf die ägyptische Idee vom Totengericht hier nicht näher eingehen, in deren Licht sich die Bedeutung der diesseitigen Lebenszeit, der zugemessenen Zeitspanne, als ein Weg darstellt, der auf ein Ziel hinführt. Stattdessen beschränken wir uns auf die Götter der virtuellen und der resultativen Zeit, in deren Theologie sich uns der ägyptische Zeitbegriff am anschaulichsten und differenziertesten erschließt. Wenn es in einer so frühen Kultur wie der altägyptischen überhaupt so etwas wie eine Philosophie der Zeit gegeben haben soll, dann ist gar nicht anders zu erwarten, als dass sie in Gestalt der Theologie derjenigen Gottheit auftritt, die vor allen anderen mit den Phänomenen der Zeit verbunden wird. Das ist in Ägypten die Sonnentheologie, die im Tempel von Heliopolis beheimatet ist, demselben Tempel, in dem der Überlieferung nach Platon sich hat in die ägyptische Weisheit einweihen lassen. Über keine andere Theologie der altägyptischen Religion sind wir so gut unterrichtet wie über diese, die ihren Niederschlag in Tausenden von Texten gefunden hat, vor allem Hymnen, aber auch Traktaten, kosmografischen Beschreibungen des Sonnenlaufs, Himmels- und Unterweltsbüchern, Toten- und Zaubertexten. Wenn wir unsere Untersuchungen auf diese reichen Materialien stützen, geben wir ihr auf jeden Fall eine denkbar solide Basis. Auch wenn wir es dabei, das müssen wir uns immer bewusst halten, nicht unbedingt mit dem Wissen des altägyptischen Mannes auf der Straße zu tun bekommen, sondern mit dem Wissen der Weltbildspezialisten, der Priester. Die Sonnentheologie ist eine Theologie des Sonnenlaufs. Der Sonnengott erscheint darin in dreifacher Gestalt, als Chepri am Morgen, Re am Mittag und Atum am Abend. In dieser Dreiheit verkörpert sich die Anschauung der Zeit als duale Einheit. Re ist der verborgene Oberbegriff, für den das Ägyptische kein Wort hat, während Chepri, die Morgensonne, den virtuellen Aspekt der Zeit und Atum, die Abend- und Nachtsonne, den resultativen Aspekt der Zeit verkörpert. Das geht aus der Bedeutung der Namen ganz klar hervor. Chepri heißt der Werdende, der sich Verwandelnde. Atum heißt der Vollendete. Das ist keine Etymologie, die den Ägyptern, das heißt der lebendigen Sprache selbst, undurchsichtig gewesen wäre. So liest man zum Beispiel oft Sätze wie: Du hast dich vollendet zum Herrn der Jet, also der resultativen Fortdauer, in deinem Namen Atum, der Vollendete. Und zum Toten sagt man: Du vereinigst dich mit der Nechech-Zeit, wenn sie als Morgensonne aufgeht, und mit der Jet-Zeit, wenn sie als Abendsonne untergeht.
So besitzt für den Ägypter die Zeit als duale Einheit, als Komplexion von Virtualität und Resultativität, Wandel und Vollendung, in der Theologie des Sonnenlaufs eine natürliche und täglich neu erfahrbare Evidenz. Aber im Sonnenlauf, im Zyklus von Chepri und Atum, Morgen und Abend, Wandel und Vollendung, wird zwar die Zeit als duale Einheit sehr sinnfällig, tritt jedoch ausschließlich auf der kosmischen Ebene als kosmische Zeit in Erscheinung. Das ist die Zeit jenseits der menschlichen Sphäre, die von daher gesehen als Ewigkeit erscheint. In späterer Zeit tritt daneben aber eine Götterkonstellation hervor, in der das Wesen der Zeit in noch viel umfassenderer, auch die Sinndimensionen der Geschichte und des Menschen einbegreifenden Weise zur Anschauung kommt. Das ist die Konstellation des Sonnengottes Re mit seinem Antagonisten, dem Totengott Osiris. Re und Osiris verbinden sich als Verkörperung der Zeit zur dualen Einheit. Re verkörpert darin die virtuelle Zeit, Nechech, das ewige Morgen, aus dem jeder neue Tag hervorgeht. Osiris verkörpert die resultative Zeit, Jet, das ewige Gestern, in dem alles, was in der Zeit zur Endgestalt gereift ist, aufgehoben ist und unwandelbar fortdauert. Osiris ist ein Spätling in der ägyptischen Religionsgeschichte, der erst im 2. Jahrtausend seine ganze Bedeutungsfülle entfaltet. Man kann sein Wesen nicht umfassender beschreiben, als wenn man ihn als den Inbegriff und die Verkörperung der Resultativität bezeichnet. Osiris ist nicht nur ein Totengott, ein Herrscher der Unterwelt, sondern ein toter Gott. Sein Wesen ist gestorben und als gestorbener Gott unvergänglich zu sein. Osiris gehört nicht zur Gruppe der sterbenden und auferstehenden Götter. Gewiss hat er mit den Zyklen der Natur zu tun, mit dem Sterben und Wiederaufleben der Vegetation und dem Steigen und Fallen des Nils. Aber er ist kein Vegetationsgott, der als Vegetation stirbt und aufersteht, sondern er ist der Tod, aus dem das Leben kommt und dem es wieder anheimfällt, der Tod, durch den das Korn hindurchgehen muss, um wieder zur Pflanze zu keimen, der Urgrund des Lebens, das aus dem Tode lebt. Osiris wird als Mumie dargestellt mit den Insignien der Königswürde. Die Königswürde hat er einmal im Diesseits ausgeübt. Er ist derjenige ägyptische Gott, der eine Vergangenheit, ein Schicksal, kurz einen Mythos hat. Der Mythos entfaltet in der Form der Erzählung das Gewordensein des Gottes zu jener Endgestalt, als die er nun, der Inbegriff des Resultativen, mumienhaft unwandelbar fortdauert. Er trägt den Beinamen Vannafre, der übrigens in dem christlichen Namen Onophrius weiterlebt. Vannafre bedeutet der ausgereift Dauernde. Präziser lässt sich die Kategorie des Resultativen nicht umschreiben. Osiris ist nicht, wie der Sonnengott, ein ausschließlich oder auch nur vornehmlich kosmischer Gott. Sein Wesen als Inbegriff der Resultativität umgreift vielmehr alle drei Sinndimensionen der ägyptischen Wirklichkeit: Kosmos, Mensch und Gesellschaft. Auf allen drei Ebenen verkörpert Osiris jeweils den resultativen Pol in drei analogen Konstellationen, die alle drei die duale Einheit von Resultativität und Virtualität zum Ausdruck bringen. Re und Osiris auf der Ebene des Kosmos, Horus und Osiris auf der Ebene des Staates, der Gesellschaft und der Geschichte, Ba und Osiris auf der Ebene des Menschen, das heißt vor allem des Totenglaubens. Den Begriff Ba werde ich später erläutern. Die Theologie des Gottes Osiris integriert die Ebenen oder Sinndimensionen der Wirklichkeit und weitet zugleich den Begriff der Zeit als duale Einheit vom Kosmischen auf die gesamte Wirklichkeit aus. Wir wollen diese Ausweitung des Zeitbegriffs anhand der drei Konstellationen näher betrachten, in denen Osiris in den drei Sinndimensionen der Wirklichkeit das Wesen der Jetzeit, die Resultativität, verkörpert. Erstens, auf der kosmischen Ebene verkörpert sich in der Konstellation von Re und Osiris die duale Einheit der kosmischen Zeit. Re ist das ewige Morgen, dem alles Werden und aller Wandel entspringt. Osiris ist das ewige Gestern, dem alles Vollendete zu unwandelbarer Fortdauer anheimfällt.
Der Sonnenlauf, die sinnfälligste kosmische Manifestation der Zeit, ereignet sich zwischen den beiden Göttern und ist ihr gemeinsames Werk, das als zyklische Vereinigung der beiden Zeitkategorien, der Virtualität und der Resultativität, zustande kommt. Zweitens, auf der Ebene des Königtums, das heißt des Staates, der Gesellschaft und der Geschichte, verkörpert Osiris die Kategorie des Resultativen in Gegenüberstellung mit dem Gott Horus. Jeder lebende ägyptische König gilt als Verkörperung des Gottes Horus. Jeder tote König wird zu Osiris. Man kann daher den Gott Horus als einen virtuellen König bezeichnen, der sich in der als unendlich vorgestellten Reihe der ägyptischen Könige immer wieder verkörpert, in genau derselben Weise wie die Necherzeit als ein ewiges Morgen in der unendlichen Reihe der Tage in die Welt einströmt. Entsprechend ist Osiris als Existenzform des toten Königs das ewige Gestern, als dass er nicht der Vergangenheit, sondern der Jetzeit, der resultativen Fortdauer angehört und in die fortfließende Gegenwart mitgenommen wird. Necher und Jet vereinen sich im lebenden König, der immer zugleich Sohn und Verkörperung eines Gottes ist. Sohn in Bezug auf den toten Vater, der als Osiris die resultative Fortdauer des Gestern, des geschichtlich Gereiften, darstellt. Inkarnation in Bezug auf den virtuellen König Horus, der in ihm zur Welt kommt wie das ewige Morgen im jeweiligen Heute. Kraft dieses Doppelbezugs zur Virtualität des Horus und zur Resultativität des Osiris kommt auch im Königtum, genau wie im Sonnenlauf, die kosmische Zeitfülle in voller Präsenz zur Erscheinung. Drittens. Im Gegensatz zum König gewinnt der einzelne Mensch an dieser kosmischen Zeit jedoch erst nach dem Tode Anteil. Das ist die dritte Ebene, auf der Osiris als der Inbegriff der Resultativität erscheint. Nach dem Tode wird der Mensch durch die Riten der Einbalsamierung und Mumifizierung zu einem Osiris, dessen Namen er als Toter wie einen Titel führt: Osiris Antef, Osiris Amenophis, Osiris Ranofer. Als solcher geht er in die Jetzeit ein. Er legt sich ein steinernes Grab an, worin er seine Biografie aufzeichnet, die Geschichte seines Gewordenseins zu dem, was als Resultat nun fortdauern soll. Entscheidend für diese Fortdauer ist aber nicht die Summe, die er selbst zieht, sondern die im Totengericht gezogen wird, dem sich jeder Verstorbene nach ägyptischer Vorstellung nach dem Tode unterziehen muss. Hier wird in einem ordentlichen Gerichtsverfahren das Resultat festgestellt und über Fortdauer oder Vernichtung entschieden. Da der Ägypter als Person fortdauern will, das heißt im sozialen Bezug, bedarf er der Anerkennung. Nur das im Totengericht anerkannte Resultat einer im Tun des Rechten ausgereiften Persönlichkeit lebt in dem durch Mumie und Steingrab bereitgestellten resultativen Aspekt der Zeit weiter. Dem steht auch hier der virtuelle Aspekt gegenüber, in Gestalt eines vitalen Prinzips, das den Körper bewegt und beseelt. Der Ägypter nennt dieses Prinzip Ba und versteht darunter die Fähigkeit, sich in beliebigen Gestalten zu verkörpern, also Virtualität und Potentialität im reinsten Sinne des Wortes. Im Leben ist dieser Ba in den Körper eingebunden, im Tode aber wird er frei zu beliebiger Gestaltung, während der Körper als Mumie fortdauert. Das ist die Form, in der der Mensch nach dem Tode in der dualen Einheit der kosmischen Zeitfülle existiert. Ich zitiere einen ägyptischen Totentext: Dein Ba existiert, indem er lebt in der Necherzeit wie Orion am Leibe der Himmelsgöttin. Dein Mumienleib existiert, indem er dauert in der Jetzeit wie das Gestein der Berge. Ba und Mumie realisieren also auf der Ebene der Anthropologie und des Totenglaubens die duale Einheit von Virtualität und Resultativität, und zwar nicht als die kosmische Zeit selbst, sondern als die Form der Teilhabe an ihr, die Weise des In-der-Zeit-Seins. In Re und Osiris dagegen verbinden sich Virtualität und Resultativität nicht zu einer Weise des In-der-Zeit-Seins, sondern zur Zeit selbst. Re und Osiris sind nicht in Necher und Jet, sie sind Necher und Jet.
Hier liegt das eigentliche Mysterium des ägyptischen Zeitbegriffs. Es handelt sich buchstäblich um ein Mysterium, denn einer der Texte, der uns darüber Auskunft gibt, warnt ausdrücklich: Wer das enthüllt, stirbt eines gewaltsamen Todes, weil es ein großes Mysterium ist. Re ist das und Osiris. Im Vertrauen darauf, diese Dinge doch nie völlig entschleiern zu können und immer noch ein gutes Stück von der gefährlichen Wahrheit entfernt zu bleiben, dürfen wir wohl unerschrocken auch an dieses Mysterium herangehen. Auch Re und Osiris verhalten sich zueinander wie Ba und Mumienleib. Es handelt sich aber nicht um eine bloße Analogie. Genau wie der Ba des Menschen, der sich nach ägyptischer Vorstellung nächtens mit dem Leichnam vereinigt, steigt auch der Sonnengott als Ba in die Unterwelt hinab und vereinigt sich um Mitternacht mit seinem Leichnam Osiris. Die Zeit als duale Einheit wird in diesem Mysterium rituell dramatisiert. Die logische Beziehung der beiden Kategorien Virtualität und Resultativität zueinander und zu dem verborgenen Oberbegriff wird im Ritual als Vereinigung der beiden Götter zu einem einzigen Gott dargestellt, der Vereinigter Ba genannt wird. Re, der Sonnengott, ist das vitale Prinzip, der Ba des Kosmos, die Virtualität als Fähigkeit zu unendlicher Gestaltung, die nicht nur in der Sonne Gestalt annimmt, sondern in allem, was durch das Licht der Sonne sichtbar wird, das heißt eine Gestalt dem Licht verdankt. Osiris, der Totengott, ist der Mumienleib des Kosmos, die Permanenz des vollendeten, gewordenen, ausgereiften, verwirklichten. Der Sonnenlauf, der die Zeit hervorbringt, ist das Zusammenspiel von Ba und Mumienleib und daher nichts anderes als der Lebensvollzug des Kosmos, dessen Lebendigsein man sich nach dem anthropologischen Modell als zyklische Vereinigung von Ba und Leichnam vorstellt. Auf allen drei Ebenen der Wirklichkeit, Kosmos, Königtum und Totenglauben, geht es um die Vereinigung von Jet und Nechech, Resultativität und Virtualität. Was dadurch gewährleistet werden soll, ist mehr und ist etwas Konkreteres als der Fortgang der Zeit. Am nächsten kommt dem damit angestrebten Ziel wohl der Begriff der Kontinuität. Im Totenglauben gewährleistet die nächtliche Vereinigung von Ba und Leichnam die Kontinuität der personalen Identität. Im Königtum gewährleistet die in der Doppelrolle des Königs als Sohn und Verkörperung gelungene Vereinigung von Resultativität und Virtualität die Kontinuität der Geschichte, das heißt der staatlichen, nationalen und kulturellen Identität. Und auf der kosmischen Ebene bedeutet die mitternächtliche Vereinigung von Re und Osiris die Kontinuität der Wirklichkeit schlechthin. Die Kontinuität der Wirklichkeit, das ist der Oberbegriff von Nechech und Jet, der ägyptische Begriff der Zeit, der in Richtung Ewigkeit ausufert. Kontinuität ist ein dramatischer Begriff von Zeit, der den Menschen zum Handeln auffordert. Jet und Nechech müssen fortwährend vereinigt, die Zeit in Gang gehalten, Kontinuität gewährleistet werden. Das geschieht in den Kulten der ägyptischen Sonnenheiligtümer. Hier wird die Zeit in Gang gehalten und der Sonnenlauf in der Form eines rituellen Kalenders kultisch mitvollzogen, der jede vorübergehende Stunde mit Handlungen und Rezitationen begleitet. Dieser rituelle Mitvollzug des Sonnenlaufs geht nicht davon aus, dass die Zeit eine selbstverständliche Gegebenheit ist, dass automatisch jeder Nacht ein Morgen folgt und die Sonne ohne Stillstand vom Osten zum Westen gelangt. Die Grunderfahrung, auf der dieser Begriff der Zeit als Kontinuität der Wirklichkeit sowie der diesem Zeitbegriff gewidmete Kult beruhen, ist die jederzeitige Möglichkeit der Katastrophe. Dieses uns so seltsam anmutende Handeln vollzieht sich im Sinnhorizont einer virtuellen Apokalyptik,
die das Fortbestehen der Welt auf dem Hintergrund ihres einkalkulierten Endes sieht. Es gibt sehr viele Texte, die dieses Weltende beschreiben. So beginnt zum Beispiel jenes Mysterium der Vereinigung von Re und Osiris, aus dem ich oben zitiert habe. Die Erde ist verwüstet, die Sonne geht nicht auf, der Mond zögert, es gibt ihn nicht mehr. Der Ozean schwankt, das Land kehrt sich um, der Fluss fließt nicht mehr ab. Das ist die Krise, die Katastrophe, die durch die Vereinigung von Re und Osiris abgewendet wird. Ein anderer Text stellt die Katastrophe so dar. Die Sonnenbarke steht still und fährt nicht weiter, die Sonne verharrt an ihrer gestrigen Stelle. Die Opfer sind aufgehalten, die Tempel verschlossen, Finsternis geht um. Die Zeiteinheiten werden nicht geschieden, die Figuren des Schattens sind nicht zu beobachten. Die Quellen sind verstopft, das Gras verdorrt, das Leben ist den Lebenden entzogen. Das ist ein Text, der bei Schlangenbiss rezitiert wird. Der Zauberer macht sich die Kohärenz oder Sympathie des Kosmos zunutze, der auf allen Ebenen der Wirklichkeit, Kosmos, Königtum und Einzelschicksal, vom Prinzip der dualen Einheit durchwaltet, das heißt, auf die Kontinuität des Lebens angewiesen ist. Er stellt den Schlangenbiss als Eingriff in die allgemeine Lebenskontinuität hin, der alles Leben stocken lässt und die Götter zu sofortiger Abhilfe auffordert. Der Kult beruht auf den gleichen Prinzipien wie die Magie, verfolgt aber andere, allgemeine Ziele. Mit seinen Lobpreisungen fördert er den Sonnenlauf und zieht das kosmische Gelingen auf die Erde hinab. Nur allzu leicht belächelt man solche Visionen als Wahnvorstellungen einer primitiven Menschheitsstufe. Natürlich sind keine derartigen kosmischen Katastrophen eingetreten, seit und weil die Riten nicht mehr vollzogen wurden. Aber es ging ja gar nicht darum, die Zeit und den Sonnenlauf in Gang zu halten, sondern die Kohärenz und Kontinuität der Wirklichkeit. Was man in Gang hielt, war ein Wissen von der Ordnung des Ganzen, war die Kontinuität der kulturellen Identität. Das aber haben die Ägypter allen Fremdherrschaften zum Trotz in einer höchst eindrucksvollen Weise bewerkstelligt. Nicht eine neue Herrschaft der Libyer, Assyrer, Äthiopier, Perser, Griechen und Römer, sondern erst ein neues Wissen, das Christentum, hat diese kulturelle Identität zerstört. Man hat diese Schilderungen der Katastrophe immer für echte Apokalypsen gehalten, für Prophezeiungen des Weltendes. Erst in der Kategorie der Virtualität erschließt sich ihre eigentliche Bedeutung als die immer gegebene, aber auch immer abwendbare Gefahr des Abreißens der Kontinuität und des Zerfalls der Kohärenz, auf deren dunklem Hintergrund sich die gelingende Kontinuität als die volle Präsenz des Heils und des Lebens darstellt. Im Sinnhorizont einer virtuellen Apokalyptik ereignet sich Zeit als realisierte Eschatologie, als die volle Gegenwärtigkeit des Heils. Auf dem Hintergrund der glücklich bestandenen Krise erweist sich die Kontinuität der Zeit nicht als Fortschreiten, sondern als Fortwähren, als schiere Präsenz, die keinen Aufschub und keine Distanz, keine Erwartung künftigen und keine Erinnerung vergangenen Heils kennt. Die Riten hatten das Heil zu sichern, indem sie die irdischen Verhältnisse einbanden in die kosmische Zeit, deren Struktur wir uns veranschaulichen weder als Linie noch als Kreis, sondern als ein Ornament im unendlichen Rapport der periodischen Vereinigung von Necher und Jet. Lassen Sie mich mit einem Bild schließen, das geeignet ist, uns die aktuelle Gegenwärtigkeit des ägyptischen Zeitbegriffs vor Augen zu führen. Es stammt von dem englischen Dichter und Grafiker William Blake und stellt eine Schlange dar, die, sich in den Schwanz beißend, einen Ring formt. Auf ihr, hoch aufgerichtet, die Arme erhoben, die Hände zur Spitze zusammengelegt, ein nackter Mensch. Es handelt sich um einen unausgeführten Entwurf zu einer Illustration von Edward Youngs Gedicht Nachtgedanken, Night Thoughts, und bezieht sich auf folgende Zeilen. Die Natur kreist in sich, doch der Mensch schreitet voran. Beide ewig, jene ein Kreis, dieser eine Gerade. Nature revolves, but man advances, both eternal,
that a circle, this a line. Die Schlange und der Kreis symbolisieren die in sich kreisende Natur, revolving nature, die ewig in sich selbst zurückkehrende kosmische Zeit. Der Mensch und die Gerade symbolisieren den Fortschritt des Menschen, advancing man, sein Schicksal und sein Proprium, den Fortschritt, der ihn von der Natur nicht nur unterscheidet, sondern entfernt. Beide streben unvereinbar auseinander. Auch hier die Zeit im Dual, aber nicht als duale Einheit. Die sich in den Schwanz beißende Schlange, der Uroboros, ist ein ägyptisches Symbol der kosmischen Zeit, der schlechthinigen Zeitfülle, außerhalb derer nichts gedacht werden kann. Der Uroboros symbolisiert die Zeit als den Lebensvollzug des lebendigen Kosmos, der zugleich alles belebt und am Leben erhält, was in ihm ist. Nichts kennzeichnet den Unterschied zwischen dem ägyptischen und dem abendländisch-christlichen Weltbild knapper und treffender, als der aufrechte Mensch, den Blake auf den Uroboros stellt. Für Blake wie für den Ägypter symbolisiert der Uroboros die kosmische Zeitfülle, die alles, was in der Zeit ist, belebend umgreift. Für Blake aber ist die Zeit nicht das Ganze, sondern eine Sphäre, die der zur Ewigkeit berufene Mensch transzendiert. Für den Ägypter dagegen ist die kosmische Zeitfülle das schlechthinige Ganze, worin alles Sein und Leben gründet. Doch der Mensch schreitet voran, but man advances. Dieses Heraustreten des Menschen aus dem kosmischen Leben wäre für ihn vermutlich der Inbegriff jener Katastrophe, jenes Kohärenzzerfalls gewesen, um deren Abwendung er unablässig bemüht war.